Sie hatten so eine lange auch Karriere im Fernsehen. Wie leben Sie heute? Fantastisch, ich bin rundum glücklich und ich bin immer noch beim Bayerischen Rundfunk. Und Sie sehen gut aus. Wie hält man sich fit? Wie leben Sie? Also heute geht es mir einfach gut. Ich habe ein bisschen Berliner Luft und die tut uns Münchnern sehr gut. War es wichtig, dass man eben nicht so abrupt, ich sag einfach mal, ins Rentenalter geht? Wie Sie schon sagen, Sie sind weiter aktiv? Ach, das sind jetzt eigentlich gar keine Themen. Nee, nee. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Gesund bleiben, aktiv bleiben und ja, einfach dankbar sein. Das kriegen Sie hin. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön.